Was Sie hier sehen, ist eine kleine Intensivstation. Nur eben nicht in einem Krankenhaus, sondern auf Rädern. Sie verbirgt sich hinter dieser Fahrzeugtür. Der ITW des Deutschen Roten Kreuzes in Kassel ist der einzige in ganz Nordhessen und soll intensivpflichtige Patienten, also in der Regel Menschen, die beatmet werden müssen, sicher von einem Krankenhaus ins nächste transportieren. Dafür verfügt es über eine viel komplexere Ausstattung als ein klassischer Rettungswagen. Statt 58 cm ist die Trage 90 cm breit und hält bis zu 300 Kilo stand. Die Ausrüstung ist fest an der Trage installiert. Der Monitor zur Kreislaufüberwachung gibt dabei detaillierter Aufschluss als im RTW, zum Beispiel über den Blutdruck. An der Trage befestigt ist außerdem das Beatmungsgerät, auf das Notarzt Thorsten Müller immer ein wachsames Auge haben muss. Die Sauerstoffflaschen sitzen an der gegenüberliegenden Seite der Trage. Die Verlegung eines Intensivpatienten bedeutet Stress pur. Kreislaufstärkende Medikamente sind also unverzichtbar. Über die Spritzenpumpen an der Trage kann die Zufuhr genau eingestellt werden. Also ich könnte dann hier jetzt beispielsweise einstellen, dass aus der Spritze 2 Milliliter pro Stunde verabreicht werden. Wo im RTW nur eine Spritzenpumpe verfügbar ist, sind es im Intensivmobil 8. So viel zur Trage selbst. Aber auch im Wagen sind alle Abläufe geregelt, damit die Verlegung des Patienten reibungslos verläuft. Auf diesem Platz sitzt immer der Notarzt, heute eben Thorsten Müller. Er muss alle Geräte im Blick behalten können. Auf der anderen Seite nimmt ein Notfallsanitäter Platz. Das ist Michael Müller. Mit dem Medikamentensortiment und den ganzen anderen Geräten, wie zum Beispiel dem Ultraschall, kennen sich beide aus. Und das Ultraschall, das gibt es auf dem Notarztwagen auch. Und das ist sozusagen immer ganz gut, wenn man nochmal Herzfunktion nachschauen will. Na und einer muss ja fahren. Das ist heute Notfallsanitäter Daniel Bundschuh. Blaulicht an und los geht's. Häufig zu den Kliniken in Bad Wildungen oder Hofgeismar.